Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu The Teenens. Alles okay soweit, aber ich habe ein paar Verbesserungsvorschläge für diese Wohnung. Bist du dabei? Alles andere ist okay, aber das Wohnzimmer lässt zu wünschen übrig. Das ist die Wohnung von hier? Wieso das denn? Da habe ich mir doch extra viel Mühe gegeben. Bei dem Wohnzimmer. Sag mal. Nö. Ja, habe ich mir das. Dann warum fragst du denn überhaupt? Wenn sie eh schon weiß, dass ich nicht zustimme. Nee, ich weiß nicht, was wir da noch verbessern könnten. Jetzt so. Aber sie möchte wahrscheinlich eher Trainingsgeräte dort drinne haben. Ja, aber dafür ist halt nicht viel Platz. Was machst du da? Aus dem mischt sich ein Shake. Okay. Geld überwiesen hat sie trotzdem. So soll das sein. Gucken wir mal. Wir haben ja immer noch die Aufgabe, je mehr, desto besser, ne? Dass wir eine Wohnung an mehrere Leute vermieten sollen. Sie hat auch überwiesen. Oder er. Er hat auch überwiesen. Sehr gut. So, dann gucken wir mal. Wir müssen mal gucken, was wir für Jobs kriegen könnten. So einen Puzzlejob haben wir immer noch nicht gemacht, ne? Fällt mir jetzt gerade auf. Gut, aber einen Babysitter-Job nehmen wir auf jeden Fall schon mal an. Das ist ja mal so ein Ding, was nebenbei läuft. Dann können wir noch mal gucken. Unsere Band braucht einen Raum, in dem wir unsere neuen Lieder proben und chillen können. Ein Bandraum. Und was ist das? Eine schnelle Renovierung meines Bürogebäudes. Desto länger du brauchst, desto weniger Geld bekommst du. Okay. Na gut, dafür gibt es natürlich wesentlich mehr. Ist aber auch mehr Aufwand, würde ich jetzt mal fast behaupten. Was ist das? Jedes Mal, wenn ich meine Freunde einlade, haben wir nicht genug Platz, um Billard zu spielen. Vielleicht können wir aus einem der drei Räume einen Billardraum machen. Wir machen mal den Bandraum hier. Das ist schon ein interessanter Auftrag. Ja, schön hier oben. Okay. Die Nachbarn werden begeistert sein. So, also das hier soll der Bandraum werden. Ja, dafür hat der Mieter hier aber kein Schlafzimmer. Gut. Er musste wohl Opfer bringen. So, wir brauchen Teppich. Achso, was gefällt eigentlich? Musik und gewöhnlich. Ich glaube, wir haben gar keinen gewöhnlichen Teppichboden, oder? Nee. Nehmen wir mal hier diesen. Den? Oh, ja. Sorry. Oder den hier? Doch, den finde ich, glaube ich, ganz gut. Hält es auch nicht so auf, dass ich hier aus Versehen. Ein Stückchen weiter platziert habe quasi. Wände fertigstellen. Rot. Nehmen wir den hier, ne? Und so vielleicht? Dann ist das nicht alles so streifig. Da kriegst du ja ansonsten nachher einen Kopfschmerzen bei. Da und hier ebenfalls. Ja, das ist okay. So, Instrumente sollen wir platzieren. Wir gehen ja davon aus, dass sie schon ein bisschen länger gespielt haben. Ja, die Sache ist nur. Wir haben nicht so viel Platz. Gut. Ah, da kommt er nicht hin. Gut, dann platzieren wir das einfach mal woanders. Was macht er da? Das Schlagzeug macht sich selbstständig hier. Ist er weg zum Leben? Okay, tschüss. Ja. Könntest du bitte damit aufhören? Ich habe bestimmt hier irgendwas eingestellt gerade.
Warte mal. Ah, jetzt habe ich das Schlagzeug wieder im Griff. Das war wohl hier V. Anscheinend. Oder auch nicht. Nö. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was, wieso, weshalb, warum da das Schlagzeug plötzlich ein Eigenleben entwickelt hat. Siegstände? Ach so, okay. Dann machen wir hier eine Gitarre noch hin. So. Den Verstärker da noch vielleicht hin. Eine Harfe, Musiksteuergerät. Dafür bräuchte man aber allerdings tatsächlich... Hä? Den Verstärker habe ich doch schon platziert. Warte mal. So. Ich habe doch hier einen Verstärker platziert. So. Anscheinend nicht. Ansonsten mache ich hier nochmal... Aber die Harfe? Ich bin mir nicht so ganz sicher... Geld haben wir zur Verfügung. Was ist das? Ein Hocker. Weihnachtsbesteck. Ach, okay. Können wir auf dem Tisch platzieren. Ein leerer Pult natürlich. Musik und gewöhnlich. Das hier nimmt am wenigsten Platz weg, ne? Dazu dann. Sollen hier noch einen Sitz platzieren? So ein Hocker ist okay, glaube ich. Und dann hier das nochmal drauf platzieren. So. Was ist damit? Achso, okay. Jetzt ist der Verstärker immer noch nicht... Hä, wieso? Ich habe doch drei Instrumente. Ich wollte gerade sagen. Nee, die kriegen wir nicht unter einem Hut, aber dann platzieren wir den Verstärker doch einfach mal hier an die Seite. Ein Audiosystem soll hier auch noch installiert werden. Das machen wir hier, so würde ich mal fast behaupten. Ja, das ist okay. Dann noch einen Hocker irgendwo. Den machen wir hier mal so in die Ecke. So. Poster dürfen natürlich auch nicht fehlen, oder? So. So. Okay, this coffee is for you. Alles klar. Da. Was ist das? Zombie Muffins, okay. Interessanter Film, bestimmt. Wir hängen ja natürlich auch noch ein Poster von Onkel hin. Richtig gut. So, kleine Dekorationen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Was machen wir denn dort hin? Ich bin ja tatsächlich gerade für ein Regal. Machen wir das schwarz oder gibt es ja auch eine andere schöne Farbe? Ja, aber richtig schwarz dann, ne? So. So, und dann kleine Dekoration. Hm.
Ja, so ein Würfel, der Zauberwürfel darf hier nicht fehlen. So. Ein paar Taschentücher vielleicht noch. Ich hätte ja gedacht, dass sie die CDs zum Beispiel auch darunter zählen, ne? Und der kleine Dekoration aber anscheinend nicht. So, ein Globus. Damit die nachher auch festlegen können, wo sie als nächstes quasi auf Tour gehen. Und guck mal, hier die Schatulle ist auch nicht verkehrt, oder? Nee, gibt aber keine andere Farbe, hatte ich jetzt gedacht. Gibt's nicht. Dekorative Kisten, die können höchstens oben drauf, aber da sind wir schon über der Decke. So, machen wir das so. So. Ich glaube, wir sind soweit ganz gut davor. Jetzt brauchen die nur noch einen Spiegel. Hier kann er hin, ne? Ja, machen wir hier hin. Und dann haben wir alles erledigt, ne? Geben wir den Job ab. Oh, da hat jemand zu laute Nachbarn. Ja, die Nachbarn hier werden auch bald zu laute Nachbarn haben. Sieht gut für uns aus. Sieht sehr gut aus. Sicherungskasten. Ja, da kommen sich sofort drauf zurück. Ich gucke mir nur die Bewertung an. Aber scheint alles gut gelaufen zu sein. Also von daher. Sehr gut gelaufen zu sein. Oh, das sieht cool aus. Okay, das könnte auch cool sein. Extravagante Tapeten, okay. Aber erstmal müssen wir hier den Sicherungskasten reparieren. Dann, was haben wir hier noch für... Achso, eine neue Bewertung haben wir gekriegt. Besser als erwartet, ist es, als jemand hätte die Haustür durch ein magisches Portal zu einem anderen Ort ersetzt. Kennen wir schon diese Bewertung? Oh, die Wände waren nicht ganz nach Geschmack, aber egal. Trotzdem haben wir eine gute Bewertung. Was ist das? Deine Mieter sind so laut. Tu etwas dagegen, bevor ich es tue. Wie? Okay. Ja, anscheinend hat derjenige das schon getan. Jetzt haben wir 54.000 Geld. Ist das nicht mehr lange? Dann können wir uns endlich eine zweite Wohnung leisten. Was machen wir dann jetzt hier in dem Fähigkeitenbaum? Was schalten wir dort frei? Was ist das? Ja, die Laufgeschwindigkeit können wir gerne mal erhöhen, finde ich, ne? Ja, das ist okay. Dann nehmen wir noch... Was ist denn jetzt? Die Heizung funktioniert nicht mehr und ich fange hier buchstäblich an zu frieren. Sehr gut. Sie kann wieder ohne Schall durch die Wohnung laufen. Achso, das ist auch unser Babysitter-Job. Alles klar. Jetzt tauen die Wände wieder auf. Die ganze Wohnung taut auf. Das ist gut. Die Lucy. Ah, oh, sie ist unglücklich. Aber warum ist sie unglücklich? Schicken wir doch mal ein bisschen was zu. Verschiedenes? Geschenkkarte? Essen? Guck mal, über Kuchen freut sich doch jeder, oder? Über Kuchen freut sich doch jeder. Also, Geld überwiesen, sehr gut. Anscheinend ist sie nicht so heiß drauf, einen Kuchen zu essen. Weil der Lieferant war eben da, aber sie geht erstmal duschen. Gut, Jobs. Oh, ein Eliteauftrag. Das Militär braucht dich. Rücke jetzt ein und entwerfe die neue Kaserne. Mach mal. Okay. Wusste gar nicht, dass... Aber das war damals noch nicht, ne? So mit den... Mit der Kaserne und so. Milkbar. Oh nee, oh nee, oh nee. Ja, werden sie doch gleich wieder alles
Alle Nerven, oh nein. Ja, warte, wir schicken lieber einen Profi. Weil jetzt kommen sie nämlich alle. Habe ich mir nämlich was gedacht. So. So. Haben wir das. Jobs. Gibt es noch einen Babysitter-Job? Okay. Die hat auch regelmäßig was. Jobs. Ja, bitte, dass ich immer für dich da bin. Das ist ja auch meine Wohnung im Endeffekt, ne? Angie Drive. Ja. Wie gesagt, das ist auch meine Wohnung und wenn die zusammenfällt, so sieht das nicht gut für mich aus. So. Die hat immer noch Risse. Jetzt sag nicht, die hat auch noch Ratten. Nee. Aber hörte sich gerade so an. Aber da werden jetzt erstmal die Risse aufgefüllt und repariert. Ja. Meine Güte, ich dachte, ich würde sterben. Nee, okay. So. Jetzt. Wir haben noch den Elite-Auftrag. Dann wollte ich gucken, ob wir noch einen zweiten Babysitter-Job annehmen können. Ja. Können wir. Das ist, glaube ich, sowieso. Den anderen haben wir. Ja, den haben wir jetzt abgeschlossen, den Babysitter-Job. Das ja. So. Und dementsprechend müssen. Oh, was ist hier denn los? Stillgestanden, Rekrut. Oh, du bist also der Architekt, den uns das Hauptquartier zugewiesen hat. Ich habe das Memo heute Morgen bekommen. Du sollst dich also um die Renovierung der Kaserne kümmern. Ich habe dir die Richtlinien bereits zugeschickt. Befolge sie ganz ohne Abweichungen. Ich kenne deine Referenzen und du scheinst der Sache gewachsen zu sein. Erwarte aber nicht, dass ich dich wie einen einfachen Zivilisten behandle. Ich habe höhere Erwartungen. Lass deine Stadt. Ja. Ne? So. Wieso haben wir denn hier. Ah, okay. Eine neue Bewertung haben wir. Ach, guck mal. Juna ist der Makler, dem du vertrauen kannst. Ich weiß nicht, wie Juna das macht, aber ich habe nur Gutes von meinem Mieter gehört. Ja, die Lucy. Und der haben wir auch regelmäßig Kontakt gehabt. So, okay. Da sind wohl zwei Leute dort in der Wohnung, wa? Ja. Hier wohnen wohl zwei Mieter. Aber wir könnten auch einfach mal Geschenke vorbeibringen. Ich sage ja, auf Kuchen steht jeder. Warte. So. Warte. Einmal lecker Kuchen. Da habe ich mir das doch gedacht, dass du da drauf stehst. Ich sag ja, Kuchen mag jeder. Ah. Gut. Hier kann ich jetzt gerade keinen Kuchen schenken. Und da kommen die Kakerlaken. Egal, aber da können wir uns ja sofort drum kümmern. Ich bin schon da. Ja, sag ich ja. Ich wusste es doch, dass die Kakerlaken kommen. Ach, Mist. Abgebrochen. Egal. So. Wir könnten rein theoretisch sogar drei Mieter hin, ne? Wie ich das gerade sehe. Also mir fällt das jetzt gerade nicht auf, dass Onkel schneller geht, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, Onkel schleicht hier immer noch rum wie eh und je. So, sehr gut. Kakerlaken bekämpft. Ich möchte die Räumlichkeiten verlassen und jetzt einmal gut durchlüften, bitte. So, dir mache ich auch nochmal ein Geschenk. Du kriegst natürlich auch einen lecker Kuchen. Habe ich extra für dich gebacken.
Und dann geht's hier an die Renovierung. So, von der Kaserne. Aber das machen wir nächste Folge. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich sage tschüss.